kriege es auch hin. Ich krieg auch nicht Luft. Warum habt ihr euch beim Teamspeak nicht gehört? Ja, wir warten, wir tun es später mit. Achso, ich hab mich nicht gehört. Jetzt konkret euch alle, wisst was das für ein Chaos ist? Das ist so ein Stimmung, singen ja alle, warum sind wir so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Ich bin aber müde. Ich bin aber müde. Bin gar nicht fröhlich. Warum sind wir so fröhlich? Warum ist der Lyro so fröhlich? So fröhlich. Ich dann ihr alle seid, ich hab schon was getrunken, ich seh lieber nicht mehr drin. Döner. Ihr seid die neuen Kelle-Family, wa? Döner. Ich konnte nicht reden, ich hab die ganze Zeit gelacht. Ich kenn die Lyrics nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir uns muten. Muten uns alle? Ja, okay. Gut, muten. Warum sind wir so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Warum sind wir so fröhlich? Du bist doch jetzt so fröhlich. Warum sind wir so fröhlich? So fröhlich. Warum sind wir so fröhlich? So fröhlich. Ja. Wie ist jetzt? Aber dran. Altes Life. Und ja, wegen Headset tut's mir leid, scheiß Quali. Bist du narrisch? Wann gibt's Mittagpause? Maggi. Ja, du auch. Wer nicht trinkt, trinkt nach Maggi. Hey, Pet, wollt ihr immer reden? Maggi ist lecker. Ja, meh, der Sirio, der mit seinem Mare, da geht man mal wieder auf Reißen, das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt nimmt er wieder so ein Brezel in die Hand und frisst das mit dem Mare zusammen. Kann mir jemand einen größeren Rucksack kaufen, ich bin so arm. Nein. Ich kann ein bisschen down, Powerpuff, Bürger kommen nachher. Ey, Loot macht, Sirio, wenn sie mitmachen wollen, einfach einreihen. Genau. Das gilt aber. Hör mal, was ist denn hier für ein Event? Ich bin neu auf dem Server. Ja, ich weiß auch noch nicht. Also einfach mal einreihen hier. Kennt ihr alle Pink Panther sagt? Wenn ja. Achtung, der Korn macht ja schon wieder Kill hier. Ja, voll. 40-facher Kill. Scheiße, meine Knie tun weh. Ich brauche einen Arzt! Nein! Nein, Bull! Du zückst ja gleich wieder aus, das gibt's aber nicht! Ich mach meine Rente auch nicht teurer! Ach! Du meinst besser, Richard! Besser! Ja, genau, die Info, nur das ist der Lyro! Ja, keine Ahnung! Meine Knie tun weh, kann ich jetzt sehen! Richard, leg dich nieder! Mach auch einen Anflug! Dürfen wir den runterschießen? Was ist ein Smith oder wie der heißt? Sei mal leiser! Was ist das denn für ein Arschloch da oben? Scheiße! Dürfen wir alle drauf feuern? Jetzt ja alles zur Waffe raus, so können wir mal schauen, wie schneller da ist, oder wie lange es noch bleibt. Nicht lange hat der überhaupt eine Lande erlaubt, ne? Ich hab Lust, den Offroad zu snacken und dann einen Multikill zu machen. Ich schieße jetzt bestimmt mit der Sniper runter. Eine Kugel hier wird 20 Euro. Ah, ich verdrück mich immer, ich geh auf dem auf den Desktop. Na, jetzt kam die Nachricht, fahren sie ab oder 40 Leute schießen auf sie. Ich glaube, da dreht er schnell um. Ui, Quadback rechts. Alle auf den Quadback schauen. Der wartet doch bloß.
Der, der macht, ab dem der Lyra sagt, go, überfahrt uns alle. Passt auf. Fängt der Opa hier noch an zu stören. Alle Mann salutieren. Wann geht's denn hier los? Sind wir bald da? Oma! Da kommt irgendwas. Bjarne! Die Wasserleitung ist hier nicht! Achtung, Multikill! Wann geht's hier los? Boah, wenn jetzt ein Auto hier diesen würde, alle mal die Goschen halten! Was? Das sagt er selber! So! Ey, Mess, du gehst gerade spazieren da hinten, wenn du es warst, beim Bürogebäude. Ah, jetzt nicht mehr. Ich erkläre jetzt die Regeln. Ich erkläre sie einmal. Ah, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Können Sie bitte näher herantreten? Wer mich schlecht versteht oder zu wenig hört, der soll die Effektlautstärke erhöhen. Die Autos sind ganz schön laut. Ja, aber nicht die Autos so laut. Edeka, endlich die neue Lieferung. Edeka Wallers Autoverbot. Scheiße, der Besen ist ja voll. Scheiße. So, gibt es denn hier welche, die nicht mit Simon Bart oder Pink Panther vertraut sind? Ich kenn Pink Panther, der ist der geilste. Tino! Waffen sind nicht erlaubt. Ey, Waffen sind nicht erlaubt, weg damit. Packen Sie mal lieber die Waffe weg, lieber Franz. Nicht, dass jetzt da Auseinandersetzung kommt. Franz. Ich. Da, Franz, da so, Leute. Stillgestanden? Rückstellung in der Hinsicht, wie gesagt, Gruß ist am besten geeignet. Da stehen wir halt einmal alles schön still. Ich bin jetzt der Onkel Lyra sagt. Sie kennt die Regeln? Nein. Ja. Nein. Ja. Tino. Ja. Tino. Ja. Meine Nase. Es gibt da halt so ein kleines Problem, wenn ich irgendwann was anderes sage und ihr werdet natürlich das in der Hinsicht nicht merken, ist das Spiel vorbei. Kann man die Straßen sperren, bitte? Lyra, kann man bitte die Straße sperren? Was, sonst hört man da nichts. Ich hätte eine Frage. Nicht zugelassen. Ja, was denn? Ach, ja, und zwar werden auch hier solche Mimiken rankommen, zum Beispiel Saluten und sowas, weil ich kann nämlich nur Saluten davon. Die ganzen so Handy beim Kopf und so, kann ich halt nicht. Ich verstehe dich gerade überhaupt nicht, dass das. Markus, jetzt bleibt's mal da stehen und passt schon. Das gibt's aber nicht. Please. Komm, bitte kann man die Straße nicht sperren. Hartstadt. Fahrverbot in Kavala ab sofort. Fahrverbot in Kavala. Fahrverbot in Kavala. Scheiße. KOS hier, Autofahrer. Können wir leider nicht machen, weil die Bürger sowieso hier fahren. Und wenn wir das jetzt noch sperren würden, werden wir uns nicht wieder beschweren. Das geht leider nicht. Scheiße. Sollen sie laufen? Dann gehen wir auf den Zivilanderplatz. Das ist nicht so gut. Einer macht gleich Multikill. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ne, wenn jetzt beispielsweise lohnt sich gerade nicht der Fahrt. Lyra ist der Spielführer. Lyra sagt hinsetzen. Wir setzen sich alle hin, weil Lyra es gesagt hat. Wir testen das jetzt einfach mal durch. Muss kurz mal schnell meinen Pizza aus dem Ofen holen. Bin gleich wieder da.
Nein! Du jetzt Markum, Franz, kannst du die Mutter nicht hochbringen? Ist mir jetzt egal, wenn er jetzt von den Tests nicht dabei ist. Lieber Chips anstatt Dings. Juro sagt hinlegen. Scheiße, das hat wehgetan. So, und somit haben wir alle verloren. So, jetzt müsst ihr jetzt natürlich Formen. Ah, scheiße. Scheiße. Hä? Stimmt, der Onkel Juro. Onkel Juro sagt, es ist vollkommen hinfällig. Es gilt beides. Es kann auch mehrere hintereinander kommen. Zum Beispiel, Juro sagt, grüßen und nach links schauen. Hey, wer muss das denn jetzt sagen, damit wir das so aussehen? Ja, so. Also ist jetzt, Juro sagt jetzt auch okay, ja, nicht nur Onkel Juro. Juro sagt, Onkel Juro sagt, ist dasselbe. Kennen sie auch. Ja, das ist genau aus, das ist das Scheiße. Und was, wenn Mutter Juro ist? Diese Korn. Natürlich zählt das nur, wenn der Lyro das auch sagt. Also Lyro sagt Punkt, Punkt, Punkt. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, einfach nur hinlegen und ihr macht es, seid ihr draußen. Bin wieder da. Ich habe eine Frage noch. Hast du verstanden? Ja. Ich hab's verstanden. Die Feuerstangen. Ich hab eine Frage. Hat jetzt jemand noch eine Frage? Ja, ich. Ja, ich. Der Matrix und Marit. Matrix. Ja, Frage. Ich hab immer. Dürft ihr das nicht machen, weil er hat ja... Als erster Matrix zuerst. Und zwar meine Frage ist, sollen wir nur das machen, was Lyro sagt und wenn er sagt, Lyro sagt? Oder ist es auch, wenn sie zum Beispiel irgendwas sagen und sagen, Lyro sagt? Immer wenn Lyro sagt und er sagt hinterher was, wird's gemacht. Kommt dieses Lyro sagt nicht vor? Dann muss es auch nicht gemacht werden. Ja, aber es ist egal, ob das Lyro sagt oder ob sie sagen. Nein, Lyro. Also ob sie das jetzt reden. Okay. Wenn sie jetzt sagen, ob Lyro sagt, müssen wir das trotzdem machen, oder ist es nur, wenn es irgendwie von Lyro kommt. Lyro gerade leid den Packen an. Mann, holt mein Heli herunter. Boah, sonst mit dem Kampf mal ein Kampf den Heli zerstören. Das ist, kommt bitte, das ist ein Frechheit. Erste. Polizei drauf alles. Leider. Also sprich auf Gebäude landen. Ja, das Polizei ist das Abgang. So, entschuldigt nochmal die Störung. Sind jetzt noch Fragen? Ja, wie schaut das aus, wenn man rausfliegt? Also wenn man zum Beispiel, wenn jetzt der Onkel Lyro sagt, leg dich nieder und du huckst dich hin. Was passiert? Wirst du rausgetasert, wirst du rausgeschossen oder wirst du verhaftet? Abgeschossen. Du wirst verhaftet an die Seite gestellt, dann bist du aus dem Event entfernt und wirst nach dem Event wieder freigelassen. Oh, gepasst. Aber nicht. Und ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar, noch eine wichtige sagen, Frage, es wird auch nicht mehr gesprochen, wenn das Event begonnen hat. Denn herrscht von euch ja, Stille, wer spricht das auch aus. Ja. Ich habe nur eine Frage. Und zwar, wenn jetzt Lyro sagt, zum Beispiel hinsetzen und dann losrennen, müssen wir das dann machen? Ja, es kommt darauf an, ob das in einem Satz gesagt wurde. Genau, wenn er das im selben Satz macht, müssen sie es machen. Wenn er jetzt sagt, was sagt, hinknien, hinhocken und nach rechts drehen, dann sieht das ungefähr so aus. So ungefähr, das wäre dann korrekt. Also sollte es halt in einem Atemzug machen. Okay, das heißt, wenn er kurz auf... Warte, hinhocken und hinsetzen.
Gut, so viel zu dem. Leute, hat einer was für mich zu essen? Ich hab, ich bin gerade richtig am Baum. Kommst du jetzt drauf? Verhungerst du jetzt? Ich brauch nur eine Wasserflasche. Ich brauch nur eine Wasserflasche. Wer ist denn das für den Essen? Timo, also ich. Ja, ey. Rechts neben Schock. Derjenige, der kein Essen mit hat, mal kurz hochtreten. Ja, ja, das ist connected. Moment, ey, ich hab noch eine Frage. Moment. Ne, der hört nicht zu mir. Oh. Was? Los. Ich bin gerade ab dem Server aufgeräumt. Was bekommt man, wenn man hier will? Los, hier, der erste Platz bekommt 1 Million, der zweite Platz 500.000, der dritte Platz 250.000. Geil! Blau, Wand. Groß. Geil! Aber wie gesagt, wenn das Event, begonnen hat, wird nicht mehr gesprochen. Wer dann noch spricht, fliegt auch automatisch raus. Es wird keine Diskussion geben. Ja, da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein. Ich hab euch alle im Blick. So, ich glaube die Herren, die gerade rausgekommen sind, haben an meiner Ausfahrt vorbeifahrt. Man hört den Ball. Der Juro wird bestimmt so nett sein und es mehrmals sagen. Wenn er selbst merkt, dass er es genau sagt. Geil. Der Simp, die hat dann überfahren. Was wecket die sinkt. So, wir fangen jetzt mal an. Sonst wird's noch länger dauern. Das klingt nicht ganz gut. So, Onkel Juro sagt, hinsetzen. Da hat gerade der Sniffy jemand hier was fahren, aber bei ihm war da keiner. Der ist da auch im Hemmet. Asterix, ja. Ja, genau. Wie gesagt, der ist da jetzt auch im Hemmet. Alle runter nehmen und ja, auf du den vielleicht ja, wenn ich das schon sind, alle von der Verfahren, weil bei ihm war keiner da. Überfahren haben, solange sich keiner beschwert. Da. Ja, das ist okay, wir nehmen jetzt einfach alle runter wieder. Onkel Juro sagt. Moment, ich halte die mal. Ja, okay. Grüßen. Danke. Mir war genau das. Ich wurde gekickt, das ist richtig unfair. Ja, das war alles langsam. Diejenigen, die dann ausfallen, beziehungsweise es nicht geschafft haben, wir bonden dann die Autos, weil es zu stark Kapazität sind. So, weiter geht's. Juro sagt, Entschuldigung. Zweimal umdrehen. Ich hab mal hier eine Frage. Warum was denn? Warum wird das einmal gedreht? Ja. Ja, zu lange. Muss schneller gehen. Fernglas rausholen. Haha, wie witzig. Wir müssen Waffen auspacken, wenn wir das Fernglas rausholen wollen. Juro, nicht bedacht. Na gut. Stimmt das recht? Mhm. Hab ich immer. Darf ich jetzt hier? Darfst du weitermachen, Backwash? Backwash!
nicht weg, wollen sie auch denn noch die Verbrecher? Alter, Hammer, geil. Lyro sagt hinlegen, jetzt hier, sonst fliegt raus. Jetzt rechts drehen. Nicht gesagt, wie Lyro sagt. Ah fuck, wieso wurde denn nicht mein Auto gefahren? Da war ein wertvolles Öl drin. Wertvolles Öl. Ein Wert von 50.000. Bei mir ein Wert von 100.000. Richtig geil. Mara. Und ich wurde gekickt davon, nicht auf Scheiße. Du sagst zum Basketball kurz drin. Halte da raus, ne? Ja, nicht bitte. Jetzt muss ich auch die gucken, weil Lyro da. Ja, auch Lyro da. Nett, nett. Onkel Franz sagt, mach mal bitte hin, Lyro, meine Pizza wird kalt. Na klar, Gott, schon wieder eine. Ja, Gitte. Das war gerade mein Auto. Ich wollte gerade einsteigen. Also mein Fahrt. Ja. Ich wollte gerade einsteigen. Ich wollte gerade einsteigen. Und blick zu mir. Ja. Ja, sorry, der. Wir sehen, haben alle Fahrzeuge in Taum, die wohl keinen Fahrer haben. Das sind Leute, die auch nicht da sind. Tut mir leid, dass wir jetzt nur uns extra müssen, die wir haben. Aber, ja, haben wir nicht mehr nachgedacht. Sag mal, haben die das? Langsam, normal. Warte, wir waren mal viel mehr. Hinsetzen! Okay. Wie Lyro sagt, jetzt hinsetzen! Mario, du bist raus! Oh Mann, ey! Einmal runter vom Platz, bitte. Oh. Habt ihr irgendwelche Probleme? Geht euch noch gut?
Fisch den genervt. Aber keine Probleme. Alter, die Leute sind auch solche Idioten, die mit den Transporter. Das ist ja kurz, solche Chance ist wirklich. Also ich hab Schalldämpfer, will die Polizei das hören, wenn ich jetzt einen Schuss abgebe auf die Hunter? Lyro, sag, gib mir einen Dollar. Ich würde nicht schießen, du Kopf. Was hat der Bane eigentlich? Kugler war ein kluger Mann. Hier oben ist Bane. Boah, ich hab jetzt gerade richtig so gut den Kopf gerade anvisiert, ey. Oder wir klauen diesen Helikopter, hat einer Dietrich dabei? Ja. Der ist die Kokosnuss. In der Regel. Ey, einfach jetzt einen Helikopter klauen und dann zum Schiff. Hallo, aufmachen. Ich kann man nicht verkaufen, Helikopter. Was? Warum kann man nicht verkaufen? Das kann ich gar nicht verstehen. Kommt das an? Wie gesagt, Quad mir da gefahren. Die letzten drei Teilnehmer jetzt geht's ums Geld. Wenn es jetzt drei Teilnehmer sind, dann schwimme ich halt einfach mal. Nein, sind noch welche von uns drin? Nightfall und Franz sind auch von uns. Ja. Oh, geil. Wir wollten noch das Geld aufteilen, oder? Entschuldigung. Ja. Autohändler meinte ich, Entschuldigung. Ich will ihm einem Mafia-Clan beitreten. Und wofür sein ist... Oh, da bei mir praktisch bei... Wenn ich jetzt gleich tot bin. Ja, die Diesing, ich drück schon mal Shift H, ich hab's leid. Ja, ich hab... Boah, sie kommt Polizist hoch, wollte ich nur sagen. Sorry, das war bisschen falsch gesagt, das ist nochmal neu. Aber wir haben schon einen Top 3 Platz, oder was? Ja. Also ein, zwei Plätze sind uns sicher. Ja, geil. Simek rennen und dann Robben zurückrennen. Robben zurückrennen. Zurückrobben. Wurde gerade ernsthaft gebannt. Wer wurde gebannt? Ist dein Bane. Ich bin Italiener. Ist der Lyro? Er hat geschummelt. Deiner hat geschummelt, Lyro. Deiner hat geschummelt. Ey, wer ist eigentlich der Admin gerade? Wir schummeln da alle. Ey, wer ist der Admin? Er will dort runter springen. Wieso? Achtung! Einer springt dort runter. Guck, Polizei. Ist das kein... Na, keiner von denen da. Von einem Admin. Also, der Hauptadmin ist nicht da. Spring runter, spring runter. Komm. Wir nur wissen gerne, warum hat er mich gebannt. Na, spring runter, wirst du nicht sterben. Spring runter, komm. Ich fange dich auf. Ich probiere dich aufzufangen. Ey, was hat der denn gesagt, der Polizist? Komm runter, Juhu sagt, was sind 10 und 6 Pose? Komm, ja, ich hab dich was gesagt. Ich hab keine Waffe. Franz hat eine Waffe. Er versinkt im Erdboden. Also ja, sag doch, Juhu, der ist heute nicht ganz bei der Sache. Waffe wieder weg, wir wiederholen. Ach, Lyro, denk doch mal nach. Ich denk. So, pass mal auf. Lyro sagt, hinhocken und nachher. So, ich bin wieder da. Ich wurde gerade noch gerufen. Nightfall, du bist draußen. Nightfall. Was? Das hat ja nicht der Lyro gesagt. Oh. Lyro sagt hinsetzen, dann hinlegen und dann aufstehen und rechts drehen. Hinsetzen, hinlegen, nach rechts drehen. Na, da stimmt das nicht. Hallo? Nach rechts drehen oder so rechts drehen. Hinsetzen, legen, rechts drehen, aufstehen. So wie ich es verstanden. Hallo. Hallo. Franz ist raus. Hallo. Dann nur die zwei? Alter. Okay. Franz, du. Umdrehen, nach links schauen und grüßen. Umdrehen, nach links schauen. Nein! Was? Er grüßt nicht. Wer hat nicht ihn gesagt? Umdrehen, nach links schauen. Nein, er hat nicht doch Lyro gesagt. Ihr müsst euch umdrehen, nach links schauen und grüßen. Nein, soll er nicht.
Er hat nicht Oklyre gesagt, er hat das halt nur so gesagt. Tut mir leid, nicht, dass ich jetzt. Hallo. Hallo. Was sagt der? Ist mein Idee. Lauter hier mein Loot. Miro sagt zum Schockball fremd und grüßen. Was ist denn? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Hallo. So. Der Nightfall hat gewonnen, oder? Gewonnen. Nightfall, ja. Nightfall war als erster dort. Hallo. Tag und Tag. So, ist der Wette vorbei? Okay. Bitte den Ace folgen, dann gibt's da die Siegerprämie. Um da poca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano.